Hallo an die Geräte zu Hause. Es ist Mittwoch, der 3. April. Wir haben rund 18.40 Uhr und in diesem Clip geht es um den MDAX. Mein Name ist Christian Schlegel, schön, dass Sie da sind. Der letzte Film über den MDAX war vom 19.03. Und da waren wir ziemlich genau hier. Ich habe seinerzeit gesagt, ich finde, da ist irgendwie so eine Art Deckel drauf. Die Technik ist zu hoch. Ich habe mich daran orientiert, dass hier der Trendfolger über das Balkendiagramm negativ wurde, dass die Stochastik negativ wurde. Dann ist er auch gefallen, wunderbar, alles eingetroffen, aber das sind gerade mal 500 Punkte gewesen, herzlich wenig. Federt davon ein wenig ab und steigt heute auf ein neues Jahreshoch. Es wäre mir tatsächlich lieber gewesen, wir hätten wenigstens das untere Band gesehen und somit also auch diesen kleinen Doppelboden hier nochmal bestätigt. Es wäre sauberer gewesen. So gesehen ist das jetzt ein schmutziger Anstieg. Ja, wenn selbst schon solche Graupenwerte wie Pro7, steigen, dann ist hier ein gewisser Anlagewille vorhanden, sagen wir es mal so. Gehen wir es mal durch. Die Bänder öffnen sich ganz leicht. Das ist also jetzt hier für mich keine Signalwirkung. Sie öffnen sich ganz leicht. Wir handeln am oberen Band ganz leicht oben drüber, aber wirklich nur ganz leicht. Nehme ich zur Kenntnis, das ist soweit in Ordnung. Fein. Die gleitenden Durchschnitte treffen sich hier bei der 24.900 und bilden eine Linie. Wir sind deutlicher über die 200-Tage-Linie. Das ist auch okay. Das MACD hat sich schön nach oben wegbewegt. Ja, auf gutem Niveau nochmal ein Kaufsignal gegeben. Und auch der Oszillator ist positiv. Von daher, ich sehe jetzt hier momentan auf den ersten Blick nichts Negatives. Wir haben alle möglichen Retracements überboten. Das nächste Retracement ist bei 76%, Fibo Retracement bei 76% und liegt bei 25.900. Da sind wir also ungefähr hier. Vom Chart her gibt es meines Erachtens nach nur einen Widerstand. Da sind wir ziemlich genau in der 26.000. Das hatten wir im August, das hatten wir im September. Da sind wir durch und dann sind wir richtig durch. Von daher ist das für mich jetzt der einzige Punkt vor dem All-Time-High. Ich sehe schon ein, dass der noch seine 500 Punkte steigen kann. Das wäre jetzt eigentlich so eine Art Pflichtgeschichte, dass er hier die 26.000 mal rausnimmt. Ich selbst werde mich daran nicht beteiligen. Ich werde auch noch nicht short gehen. Ich halte das für zu früh. Ähnliches, was wir für den DAX hatten, so sieht das Sentiment da aus momentan, denke ich, eigentlich gibt es hier auch. Die Leute sind tendenziell sehr vorsichtig. Ich bin das auch. Ich muss sagen, ich traue dem Ding hier nicht weiter, als ich es werfen kann. Und das ist nicht sehr weit. Ich bleibe vorsichtig. Aber tatsächlich ist die 26.000 eigentlich sollte wirklich Pflicht sein. Bevor ich in die Scheine gehe, will ich Ihnen aber das hier zeigen. Das fand ich auch cool. Das hier ist von Goldman Sachs. Auf deren Seite gs.de kann man sich das sogenannte Know-how, so heißt die Zeitung hier, runterladen. Und da geht es auch um den MDAX. Und in dieser Broschüre werden verschiedene Produkte oder Produktarten, so sollte ich sagen, auf den MDAX besprochen. Ja, Discounts, was da alles gibt. Lies dich schön, das sind drei Seiten. Und außerdem noch eins, wer vielleicht in München war, kennt ihn, wer die FAZ regelmäßig liest, kennt ihn auch, schreibt der Wieland Staudt auch eine Analyse in diesem Fall über Gold. Interessanterweise ist er genau wie ich der Meinung, dass der Goldpreis steigt, aber schauen Sie sich das an, der hat einen sehr netten Schreibstil. Das ist nicht so langweilig. Ja, ich muss immer mal grinsen, wenn ich das lese. Und mir gefällt das sehr gut. Und Wieland und ich, wir werden uns da abwechseln. Und da kommen vielleicht auch noch ein paar andere Dinge. Müssen wir mal schauen. Und ich finde den sehr schönen Artikel. Wie gesagt, gibt es kostenfrei auf der Goldman-Seite gs.de. Ich glaube, das ist unter dem Punkt Wissen. Da gibt es dieses Heft, den kann man sich runterladen oder schicken lassen als Print. Und jetzt gehen wir mal in die Scheine. Und für die Leute, die der Meinung sind, dass wir jetzt also hier doch nochmal deutlicher hochgehen, die müssen nicht hier unten irgendwo eine Basis suchen, sondern ich würde ziemlich nah dran gehen, hier unter die 24.500. Und da bietet sich sowas hier an. Das ist ein unlimitierter Schein, also Open-End-Schein von Goldman, mit der Basis 24.437. Da sind wir also hier ungefähr. Das ist die Kennnummer GA3 Theodor Dora Friedrich. GA3 TDF. Ist momentan ein Hebel von 22,40. Ja, also ich sehe wirklich keinen Grund, hier irgendwo da tiefer was zu suchen. Warum? Warum soll ich den Hebel hergeben? Jetzt müssen wir natürlich auch nach Puts schauen. Und die Puts, man kann eine ganz heiße Variante wählen, knapp über 26.000, aber ehrlich gesagt, das wäre mir also auch zu heiß. Im Prinzip
muss man hier drüber gehen über die 27.340. Und das wäre mir zu weit. Also suche ich ein bei diesem Zwischenhoch hier. Und da sind wir bei 26.500. Und da muss ich hier ein bisschen am Hebel spielen und komme hier auf diesen. Das ist ein Open-End-Schein auch mit im Moment einem 26er Hebel, 26.550. Ja, der liegt also hier drüber, hier etwas drüber. Und das ist die Kennnummer GM5XWM. GM5XWM. Ja, es ist vielleicht für Letzteren, sprich für den Put, noch ein bisschen früh. Ja, ich möchte gern, dass er dieses Terrain ja nochmal ausfüllt, aber er hat mich hier unten auch enttäuscht, hat das nicht ganz mit rausgenommen. Mal gucken, was der Freund da macht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und für die Beute. Bye, bye.